Wenn ich einfach so losmachen kann, kannst du einen Countdown geben, dann fange ich an. Dann fange ich mal an mit 3, 2, 1, los. Yay! Hey, so, die komplizierte Story, die ich erwähne, ist praktisch, die Neandertaler, die hier sind, die haben praktisch die Frauen aus dem Stamm entführt und wir sind, müssen die wieder retten. Das war's auch schon mit der Story. Mehr wird da in der Cutscene nicht erklärt. Hm? Das ist von Telltale Games, ne? Bei so einer Story. Vermutlich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, so. Wir haben genau einen Angriff und das ist mit der Keule schwingen und wir können da oben verschiedene Items einsammeln, wie jetzt der Knochen, den wir jetzt werfen können. Und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Wir laufen durch eine Stage und machen am Ende irgendeinen Boss kaputt. Und die Bosse sind alle RNG. Und wenn ich eine gute Zeit haben will, brauche ich gute RNG. Das Witzige ist aber, ich könnte hier an dem Run ein VR schaffen. Das heißt... Moment, wo liegt jetzt der VR? Ich blende das mal kurz ein. Bei 23 Minuten 36. 36 oder 26? 23, 36? Ach ne, 36 ist meine jetzige PB, die noch nicht submitted wurde. 26 ist die WR, ist der WR, so. Achso, dann stimmt die PB, die jetzt hier drin steht, auch nicht ganz. Ja, ich hab die auch erst am Montag gemacht. Also, okay. Das kann man niemandem verübeln, dass ich, dass die nicht abgeupdatet wurde. Das ist einfach noch meine inoffizielle PB. Ah, okay. Achso, oh, ja, ich hab's gerade gesehen, dass Moontoon das direkt davor auch eingeblendet hat. Entschuldigung, beim Tippen musst du das dann eingeblendet haben. Naja, egal. Das hier ist der einzige Boss, der zwar auch RNG hat, aber die aber egal ist, weil wir uns einfach hier hinter dem Boss stellen und der statisch ist und deswegen, hier hinter kann er uns nicht treffen. Und ich kann ihm einfach ganz viel Feuer in den Rücken schmeißen und, ja, okay. Dann ist er jetzt auch vorbei. Ich hau dann immer noch so ein bisschen mehr drauf, weil das mehr Punkte gibt und ich der Meinung bin, dass je nachdem, wie viele Punkte ich habe, mir das ein bestimmtes Item ermöglicht. Aber Okay. Das ist leider so ein bisschen Phantomsache, die ich mache. Ich mache das einfach nur aus Placebo-Effekt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es einfach nichts bringt. Es gibt halt nur 3 Runner und ich kenne die auch alle nicht. Also es gibt keine richtige Community von dem Game. Ah, und okay. Deswegen können wir es dann nicht so wirklich austauschen. Ja, koch quasi so sein eigenes Süppchen da. Genau. Zumal der Weltrekordhalter ja auch vor einem Jahr oder so gerannt hat. Oh, okay. Oh. Und Neo, ich hab das gelesen. Lass dir nichts einblenden oder so, nachher stirbt der Sound wieder. Oh Mann. Das wird wahrscheinlich so das Thema sein bei diesem ZFM. Nur wenn du Regie hörst. Anfasse, geht schief. So, jetzt haben wir auch der Stunde der Wahrheit. Wenn jetzt aus diesem Dino-Ei ein gewisses Item kommt, okay, dann wäre er als RIP leider. Oh, schade. Also das hier ist es auch tatsächlich, wenn hier aus dem Ei das Item nicht rauskommt, dann resette ich auch, wenn ich den VR grinde. Was wäre das für ein Item? Das ist der Reifen. Ah, okay. Der Reifen ist vollkommen OP in dem Game. Wie hoch ist die Chance, deiner Meinung nach? Also, so wie es sich anfühlt, 25%, weil da kann alles drin sein in dem Ei. Ah, okay. Und es gibt 4 verschiedene Items und naja, die haben irgendwie die gleiche Chance. Okay. Schade, dass es, ja, hier kann man nicht sehr viel Zeit verlieren. Einzige, wo man halt die meiste Zeit verlieren kann in jeder Stage, ist halt der Boss. Ja, und oder wenn man stirbt. Ja. Oh mein Gott. Ich bin so dumm! Dieses rote Dino-Ei, weil ich es gerade aus Versehen geöffnet habe, lässt mich zu einem Bonus-Level führen, das ich aber eigentlich gar nicht haben will, weil das jetzt 40 Sekunden kostet. Oh. Ah, ich bin... Stell mal vor, du hättest einen Reifen gekriegt und wärst da jetzt reingegangen.
versehentlich. Ja, das ist mir lustigerweise gerade eben noch passiert. Habe ich nämlich eben noch on-screen gepracticed und das habe ich dann halt jetzt einfach gemacht. Ja. So ultra-branded, aber naja. Sag einfach, du wolltest den Leuten mal das Bonus-Level zeigen, weil der Weltrekord jetzt sowieso passé ist. Und dann ist out. Alles klar. Vielleicht glauben sie das. Ja, jetzt habt ihr auch mal Bonus-Level gesehen. Da kriegen wir so Schlüssel, womit wir Bonus-Level auf der Overworld freischalten können, die ich euch aber echt nicht zeige, weil... Okay. Das kostet viel zu viel Zeit. Also was passiert mir bei Sonic ab und zu auch mal, dass ich da versehentlich dann zu viele Ringe eingesammelt habe und dann ins Bonus-Level komme. Ist halt im Speedrun unerwünscht, logischerweise. Einfach weil es halt Zeit kostet. Ja, weil kein Mensch Bonus-Level braucht. Will man mit Continues oder mit Leben oder mit Punkten in einem Speedrun zumindest. Und hier ist halt, wäre halt der Reifen Ultra OP, weil von die Delfine hier, diese, ich nenne sie Delfine, so heißt mein Split halt, die sterben halt mit einem Reifen und ich kann zwei Reifen gleichzeitig machen und die dann halt so lange bleiben, bis die Reifen despawnen und so kann ich halt nur eine Flamme machen. Und wenn die halt alle Delfine gleichzeitig aus dem Wasser springen, dann kann ich halt effektiv nur eins gleichzeitig töten. Ach so. Deswegen ist hier schon ein krasser... Mit Reifen könnte es quasi in beide Richtungen einmal feuern und dann... Ja, und dann hoffen, dass die da rausspringen und dann, wenn die rausspringen, dann sterben die direkt. Und je nachdem, wie schnell die raussterben, ist halt dann RNG. Ah, okay. Hier ist es aus jetzt wieder so ein kleiner Autoscroller, wo ich so nach unten getragen werde von diesem sehr sympathisch aussehenden Aerodactyl. Mhm. Heißt nicht so, aber zwar ist das Pokémon, deswegen... hier bei dem Boss will ich auch einen One-Cycle hinkriegen. Ist mit dem Feuer möglich, aber schwerer. Ist mit den Reifen logischerweise auch sehr viel einfacher. Der Reifen macht alles einfacher. Der Reifen ist OP, ne? Alter. Damit kannst du Autos bauen, so. Ja, das gab's. Das kam fürs SNES, glaube ich, raus, ne? Wenn ich jetzt richtig erinnere. Das ist richtig. Gibt auch ein NES-Teil. Da ist der Weltrekord auch irgendwie 2 Minuten oder 8 Minuten, keine Ahnung. Okay. Da war übrigens ein One-Cycle, überrascht mich gerade selber. Ich bin gerade sehr gut dabei. Ja, bis auf den Reifen nur das Bonus-Level, ne? Ja. Aber Estimate ist drin. Easy. Ja, okay. So, hier habe ich so auch das Gefühl, hier könnte ein Reifen drin sein. Nö. Will nicht. Habe ich auch mal so probiert für so alternative Strats. Hm? Ja, was? Da quasi eine Frau nach der anderen jetzt. Ja. Okay. Ich muss diesen T-Rex töten, weil der mir ein Steak gibt und ich auch ein bisschen HP-Management habe in dem Run. Mhm. Wobei ich hier, bei dem Boss von der Welt werde ich sowieso einmal sterben wahrscheinlich. Der macht ein bisschen viel Schaden. Dem ich schlecht ausweichen kann. Was heißt sterben in dem Fall? Dass du an derselben Stelle dann auch wieder kommst? Oder gibt es hier auch sowas wie Checkpoints? Das heißt, da wo ich sterbe, werde ich einfach im Geist wiederbelebt. Dann drücke ich einen Knopf und dann bin ich wieder im Körper. Ah, okay. Das werdet ihr auch wahrscheinlich hier bei dem Boss sehen. Ich habe nur noch 3 Herzen und... der Boss ist ein bisschen random. Ich kann ihm nicht so wirklich ausweichen, weil es auch so ein bisschen rutschig ist. Und der ist... im Gegensatz zu mir ziemlich schnell und so schnell kann man gar nicht reagieren, weil die Steuerung so ein bisschen sloppy ist. Wenn man das Spiel selber spielt, dann merkt man sich auch, alter Silo, wieso runnst du den Kack hier überhaupt? Naja, macht das Spaß, so. Ja, klar, warum auch nicht? und City Queen hat gerade geschrieben, na, ist der kleine Zeile schon geraged? Herz und in Klammern kein Ton. Und ich wollte jetzt auf diesen Klammern kein Ton eingehen. Ich habe nämlich gerade wieder einen Schreck bekommen. Weil ich jetzt hier im Chat irgendwie keinen Ton lese, gerade ich fast schon wieder in Panik. Ich bin übrigens immer noch nicht gestorben. Ich bin gerade von mir selber beeindruckt. Wow. Ist mir noch nie passiert. Normalerweise laufe ich immer mit einem Leben rum. Jetzt durch das doofe Bonus-Level habe ich halt peinlicherweise 4. Ja, wenn man mal überlegt, ja, hättest du einen Reifen bekommen und hättest das Bonus-Level nicht gehabt,
Das hätte tatsächlich Weltrekord jetzt werden können. So, naja, das Krasseste ist halt immer noch der letzte Boss. Der ist, okay. Der bereitet mir immer wieder Bauchschmerzen. Der, Und RNG bei den Delfinen war halt nicht gut. Das ist wahrscheinlich der langweiligste Boss, der macht einfach nichts. Also er kann auch was machen, das wäre dann aber halt schlechtes RNG. Der kann auch so Dash-Attacken machen, die musst du dann einfach ausweichen und hoffen, dass sie schnell vorbeigehen. Oh, okay. Meine Splits sind auch immer nach den Bossen benannt. Die meisten heißen wie Pokémon oder wie Digimon. So, jetzt seht ihr auch, wie was passiert, wenn man stirbt. Da wird man einfach so ein Geist und dann drückt man einen Knopf und dann ist man wieder ein Körper. Oh oh. Easy. Zum Glück habe ich 4 Leben. Das heißt, es ist überhaupt nicht schlimm, dass ich hier nochmal gestorben bin. Man kann hier übrigens auch auf jeden einzelnen Gegner draufspringen. Ohne und auf den rumlaufen. Das ist ziemlich praktisch. So, es hieß jetzt ein Boss, der ist ohne Reifen einer der größten Time Losses, weil ich ihn nicht richtig treffe mit dem Feuer. Das mit den Gegnern, das wollte ich vorhin nämlich kurz ansprechen, dass man auf denen rumlaufen kann. Aber jetzt hast du es ja von dir aus schon getan. Hast du das schon. Den habe ich übrigens Onyx genannt, weil er so grau ist und immer mit Steinen spuckt. Okay. Fand ich ziemlich passend. Pokémon, ja. Digimon anstimmt? Okay. Bist du auch so ein Sith, der nicht weiß, was ein Digimon ist? Wie gesagt, ich habe mit Pokémon, Digimon und dergleichen so gar nichts zu tun. Schäme dich, schäme er sich. Ja, ja, ja. Ich bin damals einfach nicht, weiß nicht, ich habe es damals einfach irgendwie verpasst. Als es tatsächlich noch neu und hip war und cool. Allein schon, dass du hip sagst, sonst würde ich mich schämen. Ja. War der Körper des, von dem T-Rex, der sieht ganz lustig aus. Die Kugeln. Das Schlimme ist, so sehen halt alle aus. Mhm. Also alle ab jetzt. Der erste, der sah ja noch normal aus. Was trotzdem so von der Größe der Sprites, also zumindest die Bosse, also ist schon ziemlich beeindruckend. Findest du? Ja. Naja, du musst immer dran denken, es war SNES und ich meine, das war technisch jetzt beim besten Willen nicht schlecht, gerade für die Zeit damals. Aber gerade mit so großen Sprites hatten die alten Konsolen halt immer ihre Problemchen. Mist, ich hab den zweiten T-Rex gekriegt. Chrissy, das ist SNES. Oh wow. Okay, jetzt bin ich auf meinem berühmten Leben. Hier bin ich jetzt da, wo ich sein will. Nicht. Okay. Ist okay. Ach, verdammt. Was tut ihr da? Meine Güte. Willkommen zu Sandama. Er? Er ist unbesiegbar in der Zeit, wo er angreift, in Anführungszeichen. Und er macht immer 2 Angriffe, in Anführungszeichen. So merke ich mir das zumindest. Und dann kann man ihn angreifen. Je nachdem, welche Angriffe er macht, hat er halt einen anderen Standpunkt, wo er halt verwundbar wird und dann kann man dann halt vorher ein Feuer hinschießen und dann, naja. Okay. Das ist halt einfach... Ich glaube, man kann mit RNG da ein paar Sekunden sparen, aber du kannst halt da echt nichts beeinflussen. Mhm. Also das, was er jetzt macht, ist so durchschnittlich schnell. Wenn er hier hingeht, dann ist das ein bisschen schneller. Aber man sieht an dem Boss schon, dass man im Grunde die meiste Zeit bei dem einfach nur rumsteht und wartet. Ja, das, was er hier macht, so einfach so rumrollen, das ist das Längste wahrscheinlich, was er braucht.
Und das hier ist ein Stück weit schneller als normal. Und das ist, macht also alles, was ich hier sage, macht eigentlich nur Sinn, wenn man weiß, was ich denke. Also das da ist langsam und jetzt geht er hier in die Mitte und springt dann. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit schneller, keine Ahnung. Gebt und je nach Spiel Game. Achso, was? Nee, ich sag gerade ruhig. Gebt dem Game. Gebt dem Spiel Game of the Year 2016. Thanks. Schreibt Moontoon gerade. Ja. Das ist halt, ich mein, ist halt geil so. Das Spiel ist es tatsächlich. Oder war es zumindest damals. Heute weiß ich nicht, ob die Leute heutzutage da noch wirklich rankommen würden. Ist wohl eher die Ausnahme, aber warum nicht? Wenn man einen schönen Plattformer sucht und schön alt, etwas älteren. Alt ist für mich immer so alles vor Mega Drive und SNES. Hey, Sache ist, wie ich auf das Spiel gekommen bin. Ich war so ein bisschen tilted auf Donkey Kong. Okay. Und hab dann so in meinem Ort mal so geguckt, weil ich dann so spielen könnte und hab dann randommäßig das hier noch gefunden. Keine Ahnung, wann ich das geholt hab. Hab dann mal angezockt, war ganz witzig und dann habe ich mal Spaß Blitz gemacht so und festgestellt, sind jetzt auch in Sum of Best 30 Sekunden schneller als die vom Weltrekord. Also ich werde mir im Laufe, ist nur eine Frage der Zeit, wann ich mir den hole. Ups. Ah, ist egal. Da brauchst du halt einmal diesen einen Run, bei dem alles gut läuft. Richtig. Hatte ich ja letztens, ich bin ja 10 Sekunden langsamer als der Weltrekord. Ja, dann ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Ja, wie gesagt, Weltrekord 13:26, deine PB 23:36. Stimmt hier in der Anzeige leider nicht ganz voll. Ja, weil das ist halt noch der noch offiziell draufsteht. Obwohl, ihr solltet ja wissen, dass ich noch PB'd hab. Das ist vollkommen in Ordnung. Huch, die erste blau gefärbt, mal was Neues. Worauf bezieht sich das jetzt? Ich weiß gar nicht, ob das sich jetzt aufs Spiel irgendwie mit. Ach, wahrscheinlich die das Mädel, das man am Ende da gerettet hat. Hatte die blaue Haare, ja? Boah, kann gut sein. Die haben auch rote und grüne Haare. Was man so noch so sagen würde, ich versuche mich am Ende von einem Bossfight immer an eine gewisse Stelle zu stellen, damit. Weil wenn Joe an dieser Stelle steht, erst dann läuft das Mädchen los. Und wenn ich woanders stehe, dann läuft Joe erst dahin. Jetzt habe ich übrigens den Reifen, so sieht der aus. Die One-Hitten halt alles. Und man kann zwei davon haben. Und ich bin ein Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Naja. Warum das? Na, ich bin jetzt gerade zweimal, ich bin Game Over gegangen, so sah der Game Over Continue Bildschirm aussehen, damit ihr den auch mal nochmal seht, so. Genau, wollte es auch einfach nur zeigen. Oh ja, ich hab's gerade gesehen, das war wirklich ein bisschen peinlich. Okay, so. Also schlimmer wäre, wenn ich das weitergemacht hätte und beim Bosskampf jetzt nochmal gestorben wäre. Ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass das passiert, weil der Bossfight ist scheiße. Okay. Und Moontoon hat das Spiel bei Cinemassacre das erste Mal gesehen, die Seite vom Angry Video Game Nerd. Okay. Kann sein, bei dem James und Mike Monday? Oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie das die Kategorie hieß, aber ich glaube, dieses Monday Place da irgendwie. Allgemeine interessante Seite, die man sich angucken kann. Also, Angry Video Game Nerd sowieso. Immer wieder toll, sich den anzuschauen. Ich hasse diesen Typen. Ich hasse ihn! Also nicht den, worüber du redest, aber diesen Typen hier! Boah! Da ist auch so jemand, der klaut kleinen Kindern einfach Lolli, weil er es lustig findet. Das ist so einer, der schreibt in Chat keinen Sound, weil er es lustig findet. Ja! Das ist halt so ein richtiger. So, boah! So ein richtiger Cartman, so. Wart nur drauf, was passiert? Der macht nichts, der ist einfach nur tanky, so. Ach so. Ich dachte, ich warte jetzt schon die ganze Zeit darauf, dass
Nee, der ist... Was worüber du dich jetzt so aufgeregt hast? Okay. der ist unvorhersehbar, der hält viel aus. Der, wenn er das macht, dann ist noch der Dankbarste, weil der wartet, bis das, was er vorher gespawnt hat, despawnt, damit er was Neues spawnt, weil er nämlich lustigerweise nur eine Sache gleichzeitig spawnt. Das ist das einzig Berechenbare an ihm. Ich hasse ihn. Okay, die Frage von Slidy ist jetzt durchaus berechtigt. Ist es besser, einem Kleinkind den Lolli zu klauen, weil man den Lolli will? Ja. Ich meine, wenn du den Lolli klaust, nur damit das weint und du es lustig findest, ist scheiße asozial. Aber wenn du den Lolli klaust, weil du den Lolli haben willst, dann kannst du auch, keine Ahnung. Das ist nur asozial, das ist nicht mehr scheiße asozial. Nee, dann hat es wenigstens einen Sinn, dass du dem klaust, aber so, das ist halt nur sadistisch so. Der Boss schüttelt auch seinen Mitschülern das Essensgeld aus den Taschen, genau, was dann. Ja, der klaut auch Milchgeld, um sich Kippen zu kaufen. Alter, ich hasse ihn. Der ist noch schlimmer als die danach kommen. Die sind zwar auch nicht viel besser, aber ein bisschen wenigstens. Also wir sind jetzt im Inneren eines Wals, kann das sein? Nein, wir sind jetzt einfach in den Dinosaurier reingelaufen. Wir haben so, den da besiegt und sind einfach sein Maul reingelaufen. Und jetzt sind wir hier in seinem Inneren. So, das hier ist so eine klassische it's not even my final form. Weil, zuerst T-Rex, dann Teufel, der nicht wirklich sich selbst herkriegt, sondern der erste diese komischen Steinpflanzen-Geschöpfe hier, keine Ahnung, was das sein soll. Dann bekämpfen wir den Teufel selber. So, it's not even my final form. Das sind doch so Spiele, die du magst, oder? So JRPGs, die viel zu lange dauern. Mhm. Ja, ist doch genau dein Ding. Ja, oh ja, auf jeden Fall. Das glaub, Mr. Burns das war's jetzt. Und wurde angeschossen. Ja, der hat's doch verdient, so. Nee, warte, der wollte den Lolli haben. Das war einer von den Guten. Der wollte einen Lolli haben. Also, es ist jetzt nicht gut, wenn du Leuten den Lolli klaut. Leute, klaut keinen Kindern einen Lolli, das ist asozial. Ob ihr den Lolli wollt oder nicht. Das ist das dümmste Pattern, was er machen kann. Also, der hat auch drei verschiedene Angriffe. Mhm. Das ist vollkommen okay. Das macht ja... Ah, ne, Quatsch. Das ist scheiße. Ja, sonst schwebt er halt so über mir und in Achtern und macht sich über mich lustig, weil er ein Teufel ist. Okay. Oh Mann. Aber sonst hat er eine berechenbare Flugbahn, das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Und das da macht er normalerweise immer. Das ist vollkommen okay, dass er das macht. Ups. Weil ich glaube, in der Zeit macht er auch nichts anderes. Rechts oben soll das Herz sein von dem? Ja, ich glaube schon. Ne? Müsste sein. Das macht so Sinn, so wegen Pulsieren und wegen Sauerstoffarm und sauerstoffreicher Vene, so hier, ne? Der Blauhaarige, der da unten rollt, das ist Mac, richtig? Ja, also der Teufel erschafft so eine... Modus dann, glaube ich, spielen. Irgendwie so war das doch. So, und Plot Twist, it's not even my final form. Also, das Spiel hat so überhaupt kein gutes Schwierigkeitsgrad-Balancing, weil die Bosse davor sind eigentlich so machbar und dann kommt so eine Kacke mit vier Formen. Mhm. Also, die Special Effects, wow. Das war übrigens sehr, sehr gut, was ich da gerade gemacht habe. Oh, der. Ich wollte gerade sagen, der sah jetzt, zumindest die erste Form sah jetzt gar nicht so schwer aus. Ah,
das... Der hat nicht mal eine Energieanzeige, ne? Nein, das ist ja auch das Schlimme. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben der hat. Man kann das nur ein bisschen abschätzen anhand der Farbe. Also der war am Anfang ein bisschen heller und jetzt ist er ein bisschen dunkler. Oh, okay. Das oder ist... man zählt halt die Treffer mit. Aber... Ja, aber dafür bin ich viel zu faul. Ja, ja, eben. Ich würde es auch nicht machen. Einfach aufballern, bis er weg ist und gut ist. Ist auch effektiv. So ein paar Steinräder einfach zwischen die Klöten hauen. Wobei, ist glaube ich ein bisschen spät für so Witze, ne? Ja, die kleinen Kinder sind jetzt schon wieder wach. Ach, scheiße. Kannst du sowas nicht mehr bringen, also. Fuck. du musst genauso weiter. Ja, ich bin halt auch kein gutes Vorbild, so. Oh, yay. Und... Time. 25:44. Oh, naja, das geht doch noch. Ja. Also dafür, ich habe halt damit gerechnet, dass wenn man den Reifen in Level 4 nicht kriegt, dass man dann 4 Minuten Timeloss hat und ist halt nicht so stark. By the way, ich will jeden von euch motivieren, dieses Spiel zu runnen, weil der Weltrekord ist machbar und Konkurrenz, dann können wir uns so eine kleine Community aufbauen, so. Ist zwar ein Scheißspiel, aber ist ein Meme-Game, aber warum nicht, Leute? Genau, für jedes Sport 1 € spenden. Oh Gott, armer Zeit. Oh, armer Veni, armer Veni. Warum? Machst du das nicht? Ich fluche nicht, verdammt. Ja, das war Joan Mac. Beziehungsweise, so wie wir es gesehen haben, war das eigentlich Joe. Ja. Und, schönes Spiel. Also ich persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich es tatsächlich selber mal gespielt hatte. Ja, mach so. Also, ist so eins von den Games, die halt irgendwie nicht so gut aussehen und deswegen werden die auch keinen Erfolg haben. Kann ich gut nachvollziehen. Spielt sich auch nicht sehr gut, aber macht Spaß. So. Ja, das ist doch die Hauptsache. Ja. Ich meine, ich kann mich halt noch daran erinnern, dass ich damals so in den 90ern halt, also Anfang, Mitte der 90er, öfter mal was davon gehört hatte. Tatsächlich. Das ist mir nicht komplett unbekannt. Ja. Cool. Ja, das ist ja die Zeit, in der es halt gerade aktuell war. So, okay, dann werde ich mal schauen, ob der nächste Runner schon da ist. Ich muss erst mal gucken, was kam jetzt. Dead Premonition, ne? Genau. Von Stevie Rage. Und Stevie Rage ist schon da. Ich schreibe mal kurz an. Das kann ich so langsam mal wieder in den Chat aufmachen, so. Jo. So, und da. Gucken. Warte jetzt nur auf eine. Moment. Warte jetzt nur kurz auf eine Antwort von ihm. Ich will ihn jetzt nicht einfach so hochziehen. Wir können das auch einfach so in die Pause gehen und das während der Pause machen. Kann ich auch machen, prinzipiell, ja. Dann machen wir das so. Ja, alles klingelt dich mal ganz brav noch meinen Zuschauern, ohne zu fluchen. Danke, dass ich den Run zeigen durfte und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Auch wenn es ein Meme-Game ist, das nicht so gut ist.